So, meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 1. Jetzt geht's ab um den Namen unseres Hauptwidersachers, habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, glaube ich, ab nach Jerusalem. Ja, um ihn dann umzubringen, ist ja klar. Nee. Auf jeden Fall unser Job jetzt hier. Und eventuell ist das auch schon das Ende. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin ein Assassin's Creed Neuling, aber das hole ich ja gerade nach, indem ich den ersten Teil spiele, und ich werde wahrscheinlich auf die anderen Teile zocken, aber das wird erstmal noch alles in der Zukunft stehen. Erstmal nach Jerusalem. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar. Hm. Besiegen Sie ihn, indem Sie seine Beine brechen oder ihn zu Boden werfen. Deine Beine brechen. Geil. Geil. Also erstmal Beine brechen. Krach. Ah, schön brachial. Ja, so liebt man's. So will man das sehen. Er stört. Stehen alle im Weg, ne? Kann man nichts machen. Ich metzel die dann eben nieder. Na, wir haben keine Priester hier, schade. Ja. Hinfahrt! Hinfahrt! Oh. Gut, bringen wir die gerade um. Es gibt keinen Anlass, hier draußen zu sein, Alter. Nee, ist ich habe doch nichts Falsches getan. Was du auf der Reue deines Erlebnis verwirrt. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Wieso habe ich das gerade gemacht? Weil ich die Priester da brauche. Das ist ein böses Omen. Ja. Viertel nationale Missionsziele, cool. Praktisch so zu reizen. Nee, zu reisen. Reizen. Entschuldigung. Da war ich aber nett zu den Priestern, ey. Nein. Eine milde Gabe. Habt ihr genug von schlechten Waren? Gegen Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen. Er wird sich verletzen. Nein, werde ich nicht. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Wissen wir. Ihr werdet mir alle nicht helfen, wenn ich stürze. Das wäre jetzt auch fail. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Mich würde mal interessieren, wo du bist. Kommt nicht näher. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Halt, ihr dürft hier nicht passieren. Ungläubiger, hier ganz nah, ich weiß es. Geht auf, ihr könnt. Er wird müde, holt ihn euch. Kommt nicht. Es gibt keinen Ausweg, er ist am Ende. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf unsere Torwart zur Tour auf.
stehen. Hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Er hat es wirklich geschafft, mich zu entkommen. Möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen wieder stehen. Ja, ich bin geübter Meister langsam im Abhauen. Aber ich glaube, die hätten wir auch so geschafft, weil wir sehr stark sind. Aber egal. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das Wann und Wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Vielen Dank. Da haben wir mal wieder Informationen, die wir brauchen. So, gucken wir mal, wo waren wir denn noch nicht hier? Das wird wahrscheinlich hier sein. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte... Nein, aber gut. Das wäre schon knapp. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Und ihr solltet aufhören, mich als eines zu sehen. Das sieht nach einem Wachturm aus. Den hier. Gut, gehen wir noch mal nach da hin. Na, das war, fand ich zu unsicher. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ist mir egal. Wenn ich nicht erwünscht bin, dann mache ich mir eben die Erwünschtheit. Ich brauche verdammt nochmal Informationen. Hey, das war jetzt mein Stuhl, sorry. Scheiß Stuhl. So. Der ist in der Nähe, dann machen wir den als nächstes. Ah, wir haben jetzt eine ganze Leiste voll. Stirb, die! Ihr tut mir weh! Hört auf! Hello. Okay, da vorne ist es. Dieb! Elender Rupp! Das könnte eine Katastrophe werden, Taschentisch. سوف أنبئك إذا رأيته يمر بالجوار. لن يبعد كثيرا. Ich bin bereit.
Aus dem Weg! So, geschafft. Obwohl ich eine richtige Front jetzt gerade vor mir habe, ey. لا نستطيع العثور عليه في أي مكان. أشك أننا سنعثر عليه. انصرفوا من هنا. Bringt das zu eurem Meister. Es enthält alles, worum ihr gebeten habt. Wir schätzen eure Mithilfe in dieser höchst delikaten Angelegenheit sehr. Ich sorge nur für Ordnung. Und das werdet ihr. Erwartet kein Ärger von uns. Nicht ihr und die Eurigen sind es, die mich besorgen. Es ist das Volk. Der Zeitpunkt für euren Besuch ist merkwürdig. Wir sind hier, um unseren Respekt zu zollen. Und dabei für Aufruhr gesorgt. Ist es meine Schuld, wenn ihr Freund und Feind nicht unterscheiden könnt? Schaut, ihr habt, was ihr wolltet. Ich glaube, ihr solltet euch nun auf den Weg machen. Ich werde immer besser. Ich werde immer besser im Thema Clown. Ist doch schon mal gut. Davor schon beendet, Gott. So, ich dachte schon, Attentat kann loslegen. Ich so, hä? Ich hab doch erst eine Nachforschung. Ja, zu früh gefreut. Muss natürlich weiter. Sind noch nicht fertig. Von Jerusalem, wir stehen auf einer Schwelle. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. Empfangt diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morden. Lasst mich gehen! Ich habe nichts verbrochen! Ich habe nicht sagen, dass sich das jetzt richtig beschissen angehört hat. Aber mal so richtig, richtig. Das ist das schon. Ah, cool. هنا تعالوا بسرعة لا تدعوه يفلت لا تمني وقف عن الجري لن تهرب يا بدين كمفن فولت Nicht schlecht. Ihr stört langsam mit euren Pfeilen. Du entkommst mir nicht! Ihr werdet mir nicht entkommen! Mann! Willst du unbedingt töten, sterben? Na gut. Bringen wir dich hier um. Guck, Ende. Mann! Immer die Leute, die unbedingt noch Schläge haben wollen, ne? Die stehen da irgendwie drauf, ich weiß es nicht. Wir alle haben darunter gelitten. Doch nun gibt es Gelegenheit zur Wiedergutmachung.
Lasset uns neu beginnen. Lasset uns Frieden schließen mit den Kreuzfahrern. Lasst uns eins werden. Volk von Jerusalem, wir stehen auf einer Schwelle. Überschreiten wir sie, leiten wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. Empfangt diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morgen schaffen. Nur eine Kleinigkeit, bitte. Bitte, Herr. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden. Er stört jetzt richtig diese Scheißbettlerei. Weist sie nicht ab. Nein, geht nicht. Müssen wir gucken, wann der richtige Ort ist, ihn zu verprügeln. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Nein, geht nicht. Bam. An eurer Stelle würde ich umhin. Mann, der Level 4. Voll geschafft. Glück gehabt, der Wichser kam mir von ihm wahrscheinlich. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Ruhe in Frieden. Was ist das? Wer würde so etwas Furchtbares tun? Ja, ich weiß jedenfalls nicht, ne? Ich so ganz klar, ich war's nicht. Ich könnte was nicht. Nein. So, mein Freund, was gibt's diesmal für eine scheiß Mission? Altair, mein Retter. Ihr müsst mir helfen. Ich beschattete meine Beute, eine Gruppe von Templern, als diese mich erspähten. Ich floh und auch wenn ich ihnen entkam, verstauchte ich mir den linken Fuß. Ja, ein Versager bin ich. Bitte erzählt Malik nichts davon. Ich hörte aber, dass sie die Stadt verlassen wollten. Findet und tötet sie. Dann werde ich euch belohnen. Hier oben oder was? Oh, seht nur, was macht er da? Klettern. Was stimmt denn? Er wird Ärger verursachen. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Ja, ich kann nämlich nicht klettern. Okay, der ist es. Dann bringen wir den gerade um. Warum macht er das? Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Ich bin, glaube ich, zu dumm. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Erhal! Entehal ab! Ja,
Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Wenn ich jetzt die Zeit abläuft und ich den Penner nicht finde, ey. Ich glaube, dann ramme ich den Controller hier komplett gegen die Wand. Das ist wirklich so. Das wäre wirklich noch das Letzte, was mir fehlt. So, jetzt haben wir ihn. Was denkt dieser Mann sich nur? Ich bin euch ewig dankbar. No problem. Malik hätte mir nie verziehen. Hier ist, was ich über Majid Adins Beerdigung weiß. Robert zu erreichen dürfte schwierig werden, wegen der ganzen Wachen. Hm. Ihr solltet euch mit Gelehrten anfreunden, um euch zu nähern. Das sollte für jemanden mit euren Fähigkeiten kein Problem darstellen. Alles klar, wir sind fertig. Jetzt können wir das Attentat loslegen. An eurer Stelle würde ich verschwinden, bevor ich wirklich wütend werde. Wenn dann wieder Herr Kachami Jackson! Ich glaube, die Leute, die Arabisch oder so können, sind hier wirklich klar im Vorteil im Spiel. Die verstehen nämlich, was die Leute sagen. Er sollte auch der Verrückte sein. Und das ganz genau. Ich beherrsche die Sprache jetzt nicht, ne? Nur so. Aber ich glaube, das konnte man sich schon denken. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Nichts, was du schon gesehen hast? Glaube ich nicht. So viele Fehler, wie ich hier schon gemacht habe, ey. Die hast du noch nicht gesehen. Die hat noch nie ein Assassin's Creed-Spieler gesehen. So welche Fehler. Er beobachtet, er lauert. Er versucht uns ständig. Seid stark. So stark wie Salah al-Din. Und wappnet euch gegen eure Feinde. Ein jeder so wie er. Wie seltsam. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist denn... Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln. Um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik. Bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair.